Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Frontalbox von Majo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Frontal von Majo, so sieht das Ganze aus. Wir werden es mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, es ist der 12. Oktober. Und Majos Album Frontal ist heute veröffentlicht worden. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann mal im Detail ansehen. So. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine rechteckige Box, relativ hoch. Und das Ganze ist in einer sehr eigenartigen, sehr speziellen Optik gestaltet worden. Und zwar haben wir hier so Orange und Schwarz. Und es erweckt den Eindruck, als wäre das Ganze irgendwie so aus Metall. Weil wir haben hier auch so Rost und Farbverlauf. Also sehr spannende Optik. Hier oben lesen wir Banger Musik präsentiert Majo Frontal. Dann haben wir hier einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und dann hier dieses Muster, wie man es aus der Industrie kennt. Hier diese schwarzen Querbalken. Und was sehr spannend ist, nicht nur von der Optik, sondern auch von der Haptik, denn alles, was man hier schwarz sieht, sowohl der Schriftzug als auch hier diese diversen Streifen, sind in so einer ganz speziellen Lackierung oder in so einer rauen Farbe gehalten worden. Also es ist echt fast schon wie Schleifpapier, das man hier drüber fahren kann. Ich weiß nicht, ob man das hier hört, aber es ist echt das Orange glatt und das Schwarze so griffig wie so Schleifpapier, also habe ich so auch noch nie bei einer Box gesehen. Richtig heftig gemacht. So sieht das dann seitlich aus. Und auf der Unterseite haben wir dann das hier. Wir haben einerseits, nicht so rumhalten, wir haben hier einerseits einen Barcode und dann haben wir hier unten rechts im Eck dann noch die Credits zum Album und einen Hinweis hier frontal. Alles klar. Das Ganze, trotz der ungewöhnlichen Optik, eine Clubbox bedeutet. Oh, nicht mal. Mein Fehler. Keine Klappbox. Der Deckel ist abnehmbar. Umso besser. So sieht das aus. Von innen glatt weiß. Und dann haben wir hier den Inhalt. Wir haben hier einmal eine Bauchtasche. Dann haben wir hier ein Geld. Eine Geldbörse, ein Portemonnaie. Einen Schlüsselanhänger bzw. für den Reißverschluss einen Anhänger. Das Album an sich, dann hier Bonusmaterial, also kommen wir dann noch, und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß, wir machen das Ganze mal wieder zu, packen ihn derweil zur Seite. Oh, es reibt auch ganz, ganz hässlich aneinander, also wenn man den Deckel hier auf die untere Seite wieder aufsetzt, dann spürt man auch richtig, wie diese Querstreifen da innen am Karton, am Innenleben der Karton, am Innenleben der Box kratzen. Echt heftig. Gut, und nachdem hier diverse Sachen noch eingeschweißt sind, werden wir auch diese mal aus der Folie bzw. aus den Folien befreien. So, einmal das Bonusmaterial, dann haben wir natürlich das Album, ist die Frage, wahrscheinlich hier am besten. So, und dann haben wir noch, die Bauchtasche. Gut, Messer brauchen wir in dem Fall nicht mehr. Packen wir mal zur Seite. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also wir haben hier auch wieder fett den Schriftzug frontal. Wir haben hier einen Standard-Jewel-Case und hier auf der Seite ebenfalls wieder diese schwarz-orangene Balkenoptik. Hier lesen wir wieder Banger Musik präsentiert Majo. Rechts unten den Verbraucherhinweis. Und dann haben wir hier Majo in der Hocke mit breit gepumpten Armen. Was lesen wir hier? Hier haben wir noch einen kleinen Text. Hier steht Disconnect Elect Plug from Fuel Cell Access Panel Located Inside.
Okay, also auch das irgendwie so ein Warnhinweis auf Englisch aus der Industrie, passend zu dieser ganzen Schwarz-Orange-Optik. Hier lesen wir dann nur frontal, kein Interpret, kein Label, wirklich nur frontal. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 17 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Dope Boy, Yasko, Farid Bang. Und dann haben wir noch ein Feature von Casey Rebel. Und ein Feature von Che Pegueno. Ich hoffe, dass ich den guten Mann richtig ausgesprochen habe. Sagt mir nämlich nichts, also ich habe zuvor nie von dem gehört. Und nachdem das hier scheinbar kein deutscher Name ist, sorry für eventuelle falsche Aussprache. Credits und Barcode auch hier wieder mit drauf. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier als erstes mal das Booklet. Bevor ich euch das zeige, hier haben wir auch wieder so einen Hinweis, was steht hier? Warning, this aircraft contains a canopy remover containing an explosive charge. Alles klar. Also es dürfte wohl irgendwie in der Luftfahrt, wenn nicht sogar mit Kampfjets irgendwie verwendet worden sein, dieser Aufdruck. Sehr spannend. Also irgendwie auch wahrscheinlich in Verbindung mit dem hier. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal die Tracklist. Wir haben hier drei Tracks pro Seite. Inklusive der Info natürlich, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer darauf gefeatured wurde. So sieht das alles aus. Jawohl. Dann haben wir Majo am Zigarre entzünden mit Whiskyglas und schickem Hemd. Hat jetzt auch scheinbar, weiß nicht, ob das schon länger ist, aber hier seine Knöchel bedruckt. Bedruckt, tätowiert. Mit BADT, breiter als der Türsteher. Dann haben wir noch die Credits, die Albuminfos, Fotos, weitere Fotos, Boxerhose. Okay. Gut, so viel zum Booklet. Die CD ist dann ebenfalls in dieser schwarz-orange Optik gehalten. Hier lesen wir natürlich auch wieder Interpret plus Albumtitel. Und auch hier wieder dann diese besagte Rostoptik. Dann haben wir Bonusmaterial und dieses kommt ungewohnt in einer DVD-Hülle. So sieht das aus. Jawohl, und hier haben wir zwei EPs plus die Instrumentals zum Album. Das ist sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, am allerliebsten habe ich es, wenn man die ganzen Sachen regulär in sowas verstaut, also Jewel Case oder Super Jewel Case. Man hat ja hier auch dann immer die Möglichkeit, eine zweite CD auf der Rückseite mit reinzupacken oder sogar in manchen Fällen gibt es drei CDs in sowas drinnen. Aber man muss sagen, das ist doch eine deutliche Verbesserung zu den regulären Papphüllen, den Digisleeves, die da meistens verwendet werden, gerade bei EPs oder Instrumentals noch sehr weit verbreitet. Deswegen ist das hier eine sehr gelungene Lösung, um diese drei zusätzlichen CDs unterzubringen. Gut, wir haben hier CD Nummer 1, das ist die Bonus-EP, also die Frontal-Bonus-EP. Dann haben wir eine zweite EP, das ist die Army-EP. Und dann haben wir hier eine dritte CD und das ist die Instrumental-CD zum Album Frontal. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier die zwei EPs mit jeweils 5 Tracks. Hier auch wieder die Infos, wer gefeatured wurde, beziehungsweise wer produziert hat. Wir haben auf der Frontal-Bonus-EP noch Features von Puri, Summer Jam und nochmals Puri. Und dann haben wir hier auf der Majo Army-EP keinerlei Features, aber wir haben hier 5 weitere Tracks. Gut. Instrumental CD, ja, das erklärt sich von selbst. Allerdings haben wir auch die Instrumentals der Bonus-EP. Das ist nicht so geläufig. Also das ist doch schön, dass man das hier auch noch mit reingepackt hat. So, dann haben wir einen Schlüsselanhänger. Der sieht so aus, Manjo frontal. Auf der Rückseite Banger-Musik. Also entweder einen Schlüssel zu machen oder natürlich auch an diverse Reißverschlüsse. Vielleicht kennt ihr das ja von diesen Alpha-Pullovern bzw. Alpha-Jacken. Hat man ja immer an dem Zip am linken Arm einen Reißverschluss und da kann man dann statt diesem Remove Before Flight, wenn man möchte, natürlich Banger Musik bzw. Macho frontal dran machen. Dann haben wir einen sehr ungewöhnlichen Inhalt und zwar eine Geldbörse. Habe ich so einmal gehabt in der, ich glaube, das war die Kush Hunter Box von Plusmacher. Da gab es eine Geldbörse drin.
In dem Fall, die ist sehr minimalistisch. Also meine Geldbörsen, die ich in Verwendung habe, die sind alle irgendwie zum Aufklappen und immer ja, quasi das Doppelte dieser Geldbörse. Wir haben hier diese drei Fächer für Karten. Dann haben wir in der Mitte ein größeres Fach, am besten wahrscheinlich für Geldscheine geeignet. Hier lesen wir dann Macho Frontal. Und dann haben wir hier dann noch ein Fach. Und ich glaube, das hier lässt sich. Nein, das ist vernäht. Also hier insgesamt zwei größere Fächer und natürlich diese drei Kartensteckplätze. Ja, spart natürlich Platz in der Hose, dann hat man nicht so einen dicken Hintern, wenn da die fette Geldbörse drinsteckt. Da hat man dann doch deutlich. Da macht man eine schlankere Figur mit diesem Ding hier. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar haben wir hier ein doppelseitiges Poster. Einmal hier im Hochformat Manjo mit freiem Oberkörper und Schusswaffe. Sieht so aus, als würde gerade überlegen, soll ich es machen oder nicht. Und auf der Rückseite dann im Querformat das Motiv, das wir schon aus dem Booklet kennen, hier Manjo beim Entzünden seiner Zigarre. Schönes Motiv, also ich würde mich auf jeden Fall für dieses hier entscheiden, wenn ich es aufhängen würde. Gefällt mir noch deutlich besser. So, also doppelseitiges Poster, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann dieses hier, eine Bauchtasche. Und zwar, was an dieser Bauchtasche besonders ist, wir kommen gleich noch zu den Details, aber rein von der Gestaltung her ist diese Bauchtasche, die wirklich in jeder Box drinnen sein wird, ist diese Bauchtasche ein Unikat und zwar vom Design her. Also von den Reißverschlüssen, von der Gestaltung an sich sind diese natürlich ident. Allerdings von der Gestaltung des Stoffs und von dem Layout, sage ich mal, ist jede von diesen Taschen ein Unikat, denn hier wurden individuelle Stoffteile verwendet. Bedeutet, eure Tasche wird mit Sicherheit anders aussehen als meine. Ich habe hier dann noch den Schriftzug Ontal und dann hier noch, ja, abgeschnitten AJO, wahrscheinlich von Majo. So sieht das dann aus. Also wir haben hier einerseits so ein bisschen so Camouflage-Muster, als auch so blauen Himmel mit Palmen. Also ein sehr sommerliches Design. Dann haben wir hier vorne einen kleinen Zipverschluss, hier so eine kleine Tasche. Diese auch, das ist auch schöne Detailarbeit hier innen bestickt. So sieht das aus. Also hier innen nicht glatt schwarz, sondern auch in dieser Optik. Und dann haben wir hier oben natürlich noch ein großes Fach. Das ist in dem Fall hier mit Macho Frontal gestaltet. So sieht das aus. Also wir haben diese zwei Taschen. Wir haben hier hinten keine mehr. Also man hat es oft bei solchen Bauchtaschen, dass man dahinter noch irgendwie so einen Geheimzip hat oder sowas. Ist in dem Fall nicht dabei. Das Ganze kommt natürlich mit so einem schwarzen Gurt. Hier mit einer Schnalle, um das Ganze dann entsprechend auf und zu machen. Und wir haben natürlich auch immer dabei hier so einen Riemen, um das Ganze dann von der Größe, von der Weite entsprechend an eure Hüfte oder Schulter, je nachdem, wie ihr das tragt, anzupassen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche, dann das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dann dieser Schlüsselanhänger, diese Geldbörse. Das Bonusmaterial, dieses inkludiert die Instrumentals zum Album, zu den Bonus-EPs und natürlich die beiden Bonus-EPs Frontal und Army. Und dann das Album an sich inklusive 17 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Frontal von Majo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Majo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.